Jo. Jetzt haben wir es auch mal geschafft, nach der ganzen Zeit. Endlich seht ihr mich. Ohne gemachte Haare und so ein Shit. Aber heute haben wir was vor. Denn ich habe gesagt, ich will ein bisschen was so machen und so. Zum einen kann ich euch jetzt mal mein komisches Setup und so ein Zeug zeigen. Ich fange einfach mal an hier. Das hier ist so meine Sachen. Wie ihr seht, habe ich nur einen scheiß Laptop. Ich will irgendwann mal einen PC haben. Aber im Moment ist es noch nicht so zustande gekommen, sag ich jetzt mal. Hab kein Money und so. So habe ich meinen scheiß PC. Ich sag trotzdem immer PC. Das hier ist die Scheiße, die der hat. Dann habe ich hier so einen von Samsung, so einen Kopfhörer. Dann von Samsung ein Mikrofon. Alter, was ist da los? Jetzt. Also ich bin sehr zufrieden mit dem ganzen Shit. Dann habe ich hier die Rocket Nüth und dieses Mauspad von. Ja, das wisst ihr bestimmt. Hier ist noch dieses Teil, wo man. Wie heißt das? Da kann man die Tasten ändern von der Maus, das ist nice. Und da unten liegen noch ein paar Sachen. Und diese Sachen hier möchte ich gerne mal weghaben. Hier habe ich 1000 Cola-Dinger. Die will ich nicht mehr. Ich trinke keine Cola mehr so wirklich und deswegen brauche ich es einfach nicht mehr. Und noch hier habe ich so ein komisches Ding, da schreibe ich mir manchmal ein paar Ideen auf. Die beiden Sachen mag ich noch so ein bisschen machen, aber weiß noch nicht. Da hinten liegen noch ein paar andere scheiße Sachen. Aber diese Sachen, die müssen da jetzt weg. Da würde ich gerne meine Kamerasachen so hinlegen. Da ist noch ein paar Technikzeug, einen Handball, ein paar Schuhboxen, wie das so ist, alte Kopfhörer. Genau. Und hier ist mein ganz altes Mikrofon. Kann man hier zoomen? Hallo, zoomen. Naja. Da. Das ist mein ganz altes Mikrofon. Ah, das geht nicht. Das ist nicht so nice. So. Ich räume jetzt erstmal die Sachen weg. Aber ich setze mir eine Kappe auf, weil meine Haare nicht gemacht sind. Das sind gerade mal 14 Flaschen. Also. So, ihr Flaschen. Verpisst euch rein. 14. Nice. Bis jetzt sind es 38 Flaschen. Die zwei behalte ich. Die eine war von der Weltmeisterschaft und auf der anderen steht mein Name drauf. Und das andere beide sind Glasflaschen. Nicht so nice. Und das andere sind Dosen. Auch nicht so nice. So. Sieht auf jeden Fall geil aus. Die ganzen Tüten voller Flaschen. Ich habe vielen gesagt, ich habe mir eine Kamera gekauft. Ich habe mir aber nur eine GoPro gekauft. Finde ich einfach nice. Und für das, was ich vorhabe, ist es auch nice. Und von daher reicht es. Hier ist noch so eine andere Action Cam, die ich schon hatte. Passt daneben. Dann haben wir hier so einen Koffer mit Zubehör. Hier ist die kleine Kamera. Kann man mal machen. Finde ich nice. So. Das hier hatte ich auch noch am Start. Einmal. So eine Kamera. Dann habe ich noch so ein komisches Ding, benutze ich aber beides nicht. Ist halt einfach übelst alt. Ladekabel für die beiden Dinger. Noch so ein kleines Stellteil meist. Fahrradanknipsding. Und noch so ein komisches Teil, Alter. Brauchen wir nicht. So, und schon kann sie sich einigermaßen gut sehen lassen. Dann habe ich natürlich noch hier mein Handy und noch so ein Stehteilding. Kann ich euch mal kurz zeigen. So, hier ist dieses Stehteilteil und da ist noch mein Handy. Da hinten bei meinem Bett. Und das Handy macht halt echt krass gute Bilder, von daher kann ich das auch easy nehmen. Ist nice. So. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt die Flaschen verkaufen.
hat man mal gesehen, Menschlichkeit bringt was. Das hat mir nämlich Freude gemacht, dem das Geld zu schenken. Und das fand ich nice. So. Wieder zu Hause. Ich glaube, ich werde später noch einen Rückwärtssalto probieren. Also in den Garten. Ich wollte lange mal einen so aus dem Stand beherrschen. Showtime. So, das fertige Ergebnis sieht jetzt hier so aus. Also ich finde es auf jeden Fall deutlich schöner als vorher. Nice. Jetzt gehen wir mal runter und holen einen Dramp und versuchen eine Rückwärtssalto zu machen. Dafür wäre ich so eine Matratze ganz nice. Deswegen nehmen wir die mit, Alter. Mal schauen. Ich habe jetzt die Überwindung wegbekommen. Hat mich ganze 11 Minuten 16 gebraucht. Jetzt muss ich die Scheiße nur besser beherrschen können. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal als erster Rückwärtssalto. Ich finde es gut, dass ich mich überwunden habe, aber sieht noch nicht so geil aus. Sieht aus wie so ein Flickflack-Teil, finde ich. Genau. Muss man halt immer weitermachen, dann wird es irgendwann nice. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus mit einem solchen Video. Ich werde mir da noch ein paar coole Sachen in Zukunft einfallen lassen, dass halt nicht langweilig ist. Also was halt so ist, wie ich es mir vorstelle. Ja, so sehe ich aus. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, wenn es gefallen hat. Daumen hoch und bleibt menschlich.